Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Erlengrad. Wir sind in Folge 68 und wir haben ja das Problem, dass unsere ganzen Ballen runtergefallen waren, weil ich hatte natürlich vergessen, nachdem ich das Fahrzeug einmal verlassen hatte, den Ladevorgang neu zu aktivieren, weil er ja die Sachen einfach nur lose drauf liegen hat dann. Ne? Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir jetzt hier ordentlich rumkommen. Ich werde mal ein bisschen den Winkel ändern. Da hat schon ein Verkehrsschild dran glauben müssen. Aber es war bestimmt ein Ballen und nicht. Ich bin ganz fest von überzeugt. So. Jetzt werden wir uns erstmal hier die Ballen am Wegesrand gönnen. Jetzt ist die Frage, wo ist der andere Ballen hin? Weil wir hatten 20. Das ist Nummer 19. Ich weiß, ich bin jetzt nochmal ausgestiegen, aber irgendwie ist uns ein Ballen weggeklippt. Habe ich es immer noch geladen? Ja. Also irgendwohin ist uns ein Ballen entkommen. Er wird nicht bergangerollt sein und er ist auch nirgends hier auf der Wiese in der Umgebung zu sehen. Und da beim Stein könnte er höchstens weggeklippt sein. Das heißt, weggeklippt heißt, er ist durch die Karte gefallen oder sowas in der Richtung halt. Ja, weil ich glaube, ich hatte echt 20 dabei. Aber egal, wir fahren jetzt los. Wir haben es leider einmal ein paar tausend Verlust gemacht, um nicht zu sagen 2400 ein paar zerdrückte. Was natürlich nicht so schön ist, aber naja. Sollen wir machen. Wir fahren erstmal ihn hier verkaufen. Positive Touches, der gute Abfahrer hier vorne, der gute Ernter hier vorne, der ist schon schwer am Arbeiten. Bevor uns jetzt hier beim Drehen im Weg ist, werden wir hier schön dran vorbeigefahren sein. Das ist alles super. Den Spaß verkaufen wir. Dann müssen wir die Ballen drüben machen. Die Ballen laden. Dann können wir den Spaß der verkaufen. Und dann gucken wir nochmal, wie es denn mit irgendwelchen anderen Geschichten aussieht, die wir noch machen wollten. Kohletechnisch gesehen. Man muss bedenken, den Zuckerpart zu machen. Kostet auch Geld, weil wir uns die Maschinen leihen müssen. Vor allem die Erntemaschinen sind natürlich nicht ohne. Ne? Deswegen kann man sich hier halt durchaus überlegen, dann eine Variante in die Richtung auch zu machen. Ich habe übrigens das Laden gar nicht ausgeschaltet gehabt. So. Ich fahre jetzt hier mal vorsichtig durch. Nicht, dass er mir den Kram irgendwo hinschmeißen will oder so. Wir wollen jetzt auf jeden Fall hier noch einmal schön Kohle machen. Da ist das Zeug drin und abladen. Ja, das ist natürlich jetzt nur 46.000 paar zerquetschte. Das einfach daran liegt, dass uns ein Ballen abhanden gekommen ist. Na, also wir waren ja in der Nähe, also er hätte eigentlich auftauchen müssen. Weil durch Autolot hätte er die in der Nähe gezogen. Bloß wenn da irgendwo ein Loch in der Karte ist und der ins Unendliche fällt oder so, dann wird da nicht viel draus. Ne? So, okay. Er steht jetzt hier erstmal. Jetzt kommt der nächste Schritt. Der Kollege hier ist voll. Und zwar mit Weizen. Und wir haben hier vorne noch einen ordentlichen weiten Preis in Felsmühlengedönsen. Das heißt also, ich muss das hier vorne abladen. Na, ich muss mich auch relativ beeilen sozusagen, weil der irgendwann ist natürlich der Drescher wieder voll und will auch wieder leer gemacht werden. 38% hat er. Ja. Wir werden jetzt erstmal den Kollegen jetzt hier abladen. Den Zug kommen lassen, den Spaß auf den Zug laden und den Kram verkaufen fahren. Das ist der nächste Punkt. Dann gibt es nämlich nochmal Kohle. Das war dann schmutzig. So, jetzt müsste er endlich den Hänger zuerst leer machen wollen. Ja. Dann laden wir um. Was ich mich jetzt machen werde in der Zeit ist, den Zug zurückholen. Weil ihr seht, der ist fast von der Karte gefallen. Aber es dauert eine Zeit lang, bis er wieder auftaucht, wenn er von der Karte runter ist. Deswegen nehme ich ihn jetzt lieber und fahre rückwärts.
Ich kann noch ein bisschen schön die Karte angucken hier. Fahre ich lieber rückwärts, als wenn ich da ewig drauf warten muss gleich, weil wir wollen den Preis natürlich ausnutzen. So. Schönes langes gerade Stück hier. Das ist auch wunderbar, da sind wir auch schon gleich da. Hier gibt es auch einen kleinen Schlanker. So. Auch hier die Wiesen haben, die Grundstücke haben schön lange Sachen drumherum. So, wie ihr merkt, bremse ich schon. Mir ist jetzt die nächsten Sekunden ja auch irgendwie sehr schnuppe, ob ich dir die ganze Anlage zumache oder nicht. Eigentlich müsste er mir hier so, ich bin erstmal dran vorbeigefahren. Da habe ich natürlich jetzt einmal. Oh, unser Drescher dreht auf der Straße. Also Mut oder Fahrlässigkeit ist wieder eine andere Geschichte. Ne? So, jetzt kommt die nächste Ladung Weizen. Die muss ja auch raus. So, sehr schön, das ist erledigt. Dann müssen wir jetzt mal sehen, dass wir mit dem Zug hier ranfahren. Und er uns dann irgendwann gleich sagt, er möchte gerne das Ganze füllen. Das müsste jetzt eigentlich hier passieren. Oder er sagt es uns wahrscheinlich nicht, sondern wir müssen es aktivieren. Ja, da haben wir es. 19.000 Liter Weizen. Die ziehen wir uns jetzt ratzfatz. Da gibt es nämlich gutes Geld für. Wenn ich mir jetzt hier gucken, immer noch 1200 und ein paar Zerdrückte pro 1000. Ne? Und bei 19.000, seht ihr selber, kommt da ein bisschen was zusammen. Also würde mich eine Runde über 20.000, die nochmal auf unser Konto kommen. Und da müssen wir echt sehen, dass wir die letzten Ballen da runterkriegen. Und der Abfahrer muss rüber auf jeden Fall. So, ja, da seht ihr es. Und hier seht ihr es auch mal drin, das gute Zeug. Die Waggons sind natürlich ziemlich groß. Da sind jetzt unsere 20.000 Liter. Hier eher so die dürftige Version, sag ich mal so. Ne? Da oben fällt gerade ein schöner Zug lang. So, läuft alles. Ich verschiebe ein bisschen die Kamera. So, läuft immer noch alles. Sehr schön. Ja, der hält auch brav. Lang haben wir es ja nicht mehr, dann sind wir runter von der Map. Und dann fragt er uns ja schon, wollt ihr verkaufen? Dann sagen wir, ja. Gib uns das ganze Geld. Und der Gerstepreis steigt auch. Und beim Gerstepreis dürfte nicht ganz so viel rauskommen, aber das Feld ist ein bisschen größer. Deswegen müssen wir mal gucken, was dabei rumkommt. So, ja, wir wollen es doch verkaufen. 23.340. Wenn das mal keine ordentliche Summe war, dann weiß ich es auch nicht. So, Abfahrer an die richtige Position fahren. Das ist der nächste Trick. Ich will natürlich jetzt hier nicht die Einfahrt nehmen und beim Kollegen übers Feld fahren, aber wir haben hier noch einen Weg. Der ist nämlich ziemlich cool. Deswegen ist das Feld hier hinter, weil das hier ist jetzt das andere Feld, ne? Das hier, was ihr seht, was hier auch noch schön bepflanzt ist, das ist Feld 2. Und wenn wir die Sachen öfter über Felsboden verkaufen, haben wir eine eigene kleine Zufahrt hier hinten zum B- und Entladen und bräuchten nicht mehr auf normale Straßen drauf. Hier seht ihr nämlich, hier sind wir nämlich schon ziemlich fleißig dabei. Ja, unser Kollege ist auch schon zu 72% voll. Also eine sehr coole Angelegenheit. So, jetzt kommt die andere coole Angelegenheit. Das ist er hier, weil er muss mich jetzt Ballen machen. Und dann müssen wir die Ballen aufnehmen und dann müssen wir entscheiden, was wir tun. Also wir werden das hier verkaufen, weil es ist
zu weit weg, um es mal einfach so auszudrücken. Aber wir wollen natürlich erstmal die Strohballen hier mitnehmen. Ja, genau. Das Ding war noch unten, ne? Und ich mache es natürlich hoch, sehr praktisch. Da hilft das beste Anmachen auch nicht. So, jetzt kann ich aber hier, weil wir ja nichts mehr im Weg haben, auch ein bisschen größere Bögen fahren und brauche mich nicht um den engen Wendekreis scheren. Das ist natürlich der andere Punkt. Können wir natürlich dann schön hier mal eine Runde was mitnehmen. So, das haben wir schon mal. Sehr gut, da haben wir mal eine ausgelassen. Das macht aber nichts. Da kommt der nächste Ballen. Bin ein bisschen rüber gefahren. Dann seht ihr nämlich, dass das Abladen vom Ballen dicht in die andere Schwarte fällt, wenn man es, ne, bisschen rüber geht. Dann ist man auf Nummer sicher gegangen. Dann braucht man sich da keinen Stress machen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie gut kriegen wir hier noch gedreht? Das geht noch genau vom Felsen lang. Dann nehmen wir jetzt mal die Bahn hier. Ja, da seht ihr schon, ne? Der Kollege mit dem Gerstenpart, der ist schon ziemlich dabei sozusagen. So. Da ist der nächste Ballen. Daneben ist nämlich jetzt schon leer. Deswegen habe ich die nämlich ausgewählt und nicht einen daneben. Weil wir so hier schön den Bogen noch kriegen. So. Machen wir jetzt hier mal den hier. So. Jetzt nehme ich den kleinen Knubbel damit. So. Dann nehme ich die kurze Bahn mit. Und dann fahren wir die ganze Geschichte nämlich andersrum an. Das ist die ganze Idee. So. Jetzt nehmen wir nämlich die Bahn hier als nächstes. Das klappt doch alles einwandfrei. Weil der Vorteil, den wir jetzt haben, ist, wenn ich jetzt nämlich die Bahn hier links davon nehme, dass ich den Ballen wieder ins Freie werfe, sozusagen. Ne? Da ist der Ballen soweit. So. Wir schmeißen ihn gleich mit raus. Und der stört nirgends. So muss das sein. Die Bahn da ist ein bisschen eng. Hier ist es nicht ganz ungefährlich, wie man sieht. Das geht schon fast Klippen runter. Deswegen gönnen wir uns das jetzt hier mal. Ich weiß nicht, wie meine Berechnung hinkommt, aber ich schätze, wir dürften eigentlich den hier nicht fertig kriegen. Richtig. Und bei der nächsten Wende hier ist es wieder egal. Ja, wir haben jetzt ein, zwei ganz kleine Reste da stehen gelassen. Die schenken wir dem nachfolgenden Bauern. Das ist also kein Problem. Da sind wir sehr großzügig, ne? So, da geht der Spaß raus. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist den Kollegen hier tanken und reparieren. Also die Presse auf jeden Fall. So, das ist jetzt hier sehr eng, das gestehe ich zu. Oh, oh, ich lasse sogar was über. Das ist ja dreist. So. Da mal raus damit.
Natürlich verschenken wir das da vorne nicht. Das nehmen wir uns nämlich jetzt noch eben kurz. Und da müssen wir mal gucken, dass wir hier die Ballen runterkriegen. Wir können die Strohballen auch erst auf der rechten Seite zwischenlagern, aber bevor wir es verkaufen, müssen wir auf jeden Fall sehen, dass wir den Spaß hier die Ballen runterkriegen, weil sonst können wir sie, glaube ich, nicht mehr aufnehmen. Na, ihr seht, ich bin dreist und nehme auch den letzten Rest mit. So, okay, ja, da vorne war noch ein bisschen was, aber wie gesagt, wir machen ja gleich weiter Stroh. Drüben am anderen Feld, dann kommt er jetzt erstmal hier runter. So. Und aus. Ja, er müsste mal abgetankt werden, das ist auch okay. Da werden wir doch mal die Rundumleuchte ausmachen und den Abfahrer hier mal dann an die Arbeit bitten. Da steht er. Warum schalte ich eigentlich immer einmal zu viel durch? So, jetzt müsste es gehen. Dann wollen wir den Spaß nämlich mal abtanken. Und während ich hier abtanke, stellen wir eins fest. Und was ist es? Richtig, wir sind am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo natürlich. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Wünsche, Kommentare habt, irgendwas euch noch aufgefallen ist, was ich übersehen habe oder sowas, dann schreibt es liebend gerne in den Kommentarbereich rein. Und ja, da antworte ich möglichst schnell drauf, in den Videos Sachen umzusetzen, ne, durch Sachen, die beruflich sind und die Weihnachtszeit, die jetzt gelaufen ist und sowas alles. Ne. Klar, muss ich teilweise ein bisschen vorproduzieren, deswegen kann ich in den Videos selber nicht so schnell auf alles reagieren, aber wie gesagt, ich bin im Kommentarbereich dann immer zügig dabei. Ja, dann sage ich nochmal vielen Dank für die Unterstützung, ja, und bis morgen.